Ja, vielen Dank für die Einladung, für die Vorstellung und die Einladung. Wir freuen uns, dass Sie heute da sind und möchten gerne direkt mit einem Zitat einer Quäkerin aus einem Interview beginnen. Wenn du einen Begriff nicht weißt und nicht verstehst, weshalb dieser Begriff auf einmal nicht mehr verwendet werden sollte oder woher dieser Begriff stammt, dass man googelt. Google ist free. Du hast ein Handy, du hast ein Laptop zu Hause, du kannst dich immer selber verbessern in dieser Hinsicht. Wir finden, dass der Aufforderungscharakter, den wir im Begriff des Bildungsimperatives widerspiegeln möchten, hier deutlich wird. Wir interessieren uns für die Frage, wie sich junge Menschen auf TikTok im Kontext von Rassismus und Gesellschaftskritik inszenieren und diesen Horizont von Education verhandeln. In dem heutigen Vortrag möchten wir einen ersten Einblick in unser laufendes Projekt geben. Zunächst werden wir den Projektrahmen skizzieren und unsere Vorannahmen und Perspektiven erläutern, die wir als bildungstheoretisch sozialisierte ErziehungswissenschaftlerInnen auf TikTok einnehmen. Daraufhin werden wir anhand des Interviewmaterials zentrale Ergebnisse vorstellen und mit einer bildungstheoretischen Reflexion abschließen. Wir gehen davon aus, dass die Darstellung auf TikTok einer Wechselwirkung von Fiktion und Alltagswelt unterliegt, so wie wir das gestern auch schon gehört haben, und sich verschiedener öffentlicher und biografischer Bilder bedient. Mithilfe des dramaturgischen Begriffs der Selbstinszenierung von Goffman gesagt, wir alle spielen Theater, sind Darstellerinnen unserer Rollen, die wir in Interaktion mit anderen inszenieren und unser Ausdrucksrepertoire variieren. So wird Bildung als ein kritisches Selbst auf TikTok performativ hergestellt. Sebastian Pranz plädiert in seiner wissenssoziologischen Analyse zur Medientheatralität dafür, digitale Medien als ein eigenes theatrales Feld zu betrachten, in welchem die AkteurInnen jeweils ihre eigene Öffentlichkeit haben. Die Performance findet zwar nicht vor einem körperlich anwesenden Publikum statt, es kann jedoch zum einen durch die Interaktionspraktiken wie Liken, Kommentieren oder Teilen ein Zusammenspiel mit den Zuschauern angenommen werden und zum anderen handelt es sich um eine adressierte Inszenierung, mit Dörre gesprochen. Gleichzeitig wird das Performative selbst durch diese Praktiken auch immer wieder bestätigt und manifestiert. Als theoretische und inhaltliche Rahmung der Bildungsinszenierung eignen sich, finden wir, gesellschafts- und rassismuskritische Perspektiven. Die kritischen Blicke auf Gesellschaft, die sich gleichzeitig durch den Bildungsimperativ artikulieren lassen, weisen ein Fragestellen der eigenen Positioniertheit und der gesellschaftlichen Machtverhältnisse auf. So können Feminismen als Geschlechter- und Gesellschaftskritik eingeordnet werden, welche für gerechte Geschlechterverhältnisse stehen und die insbesondere im Sinne einer intersektionalen Voice- and Visibility-Perspektive auf die multiplen Formen von Ungleichheit und Herrschaft, von Diskriminierung und politisch-sozialen Identifikation aufmerksam machen. Das Ziel der Rassismuskritik ist ähnlich einzuordnen, denn es geht darum, zu analysieren, in welcher Weise, unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen Selbstverständnisse, Handlungsweisen und das Handlungsvermögen durch Rassismus vermittelt sind. Und zu analysieren, welche Veränderungsoptionen, alternative Selbstverständnisse und Handlungsweisen, von denen weniger Gewalt ausgeht, möglich sind. Rassismus wird in diesem Sinne als die Praxis der Markierung von Gruppenunterschieden und die soziale Herstellung von Differenzen aufgefasst, mit der bestimmte Zuschreibungen sowie Macht- und Herrschaftsverhältnisse einhergehen. Rassismuskritische und feministische Ansätze versuchen einen Beitrag zu alternativen, gerechteren sozialen Verhältnissen zu leisten. Bildungswissenschaftlich anschlussfähig wären diese Kritiken, wenn wir sie um den Begriff des kritischen Bewusstseins erweitern. So beschreibt Petula Neuhaus in Anlehnung an die kritische Theorie eine reflektierende Haltung im Wechselverhältnis von sich selbst und zur politisch-gesellschaftlichen Umwelt, von dessen Standpunkt aus problematisch erlebte gesellschaftliche Zustände und Entwicklungen in Frage gestellt werden können. Wir haben uns eines online-ethnografischen Zugangs bedient, also das, was wir gestern auch gehört haben. Wir haben sehr lange auf der Homepage rumgescrollt und dann eben 17 CreatorInnen beobachtet, die sich eben als kritisches Selbst, wie Dilek das gerade ja auch schon ein bisschen beschrieben hat, inszenieren. Darüber hinaus, oder nicht darüber hinaus, aber die Inszenierung, die ist immer noch sehr, also sehr ähnlich wie eben andere TikToks in die mimetischen Praktiken eingebunden, werden aber auch sehr kontrovers von den TikTok-Gemeinschaften gelesen. Wir haben hier zwei Beispiele, einmal mitreden, was vielleicht einige von Ihnen und euch kennen,
wo man eben nochmal sehr stark sehen kann, wie so Deutungshoheiten ausgelotet worden sind, Kompetenzen abgesprochen worden sind oder eben dann auch anerkannt durch eben zusprechende Kommentare. Das andere Beispiel ist, wollte man einmal kurz, glaube ich, abspielen, aber ich weiß nicht genau, das ist kurz auch nur Musik. Ich weiß nicht, ob man das hinten gut lesen kann. Ja, sonst würde ich es vor. Ja, kann man. Okay. Dann lese ich es nicht vor, genau. Könnt ihr einmal schauen. Das ist einmal Jung als Beispiel, den haben wir uns auch angeschaut. Der ist noch auf dem Kanal, heißt dann nochmal Willkommen zu Hause und klärt uns über Rassismus auf und Alltagsrassismus und macht eben auf seinem eigenen Kanal eben eher so diese biografischen Themen und inszeniert das eben oft dann so, dass er gar nicht spricht, sondern eben hinter seinem Text steht. Genau, dann sehen wir auch da so ein paar Sachen, die wir gestern hatten, wie diese Selbstzensur etc. So. Was uns jetzt aber interessiert hat, war eigentlich das, was wir gestern auch beim Roundtable hatten, also die CreatorInnen selbst zu fragen, warum sie das machen, was so ihre eigene Deutung davon ist. Weil wir das ja so schnell als Bildung gelesen haben, wie sehen die das eigentlich selbst? Und haben dafür 4 CreatorInnen mit qualitativen, theoriegenerierenden ExpertInnen in Interviews befragen können. Die waren zwischen 20 und 22 Jahre alt, 3 davon sind Studierende und eine hat zum Interviewzeitpunkt das Abitur gemacht. Und wir mussten das anonymisieren, deswegen ist es jetzt hier eben so ein bisschen verschwommen und werden dem Folgenden eben mit AB1, BM2, CB3 und DB4 bezeichnen. Genau, wir wollen jetzt heute so ein bisschen drauf eingehen, was ist so das TikTok-Verständnis von den CreatorInnen, die wir befragt haben und wie nutzen die das quasi gesellschaftskritisch und bildungskritisch. Genau. Also TikTok wurde eben als Unterhaltungsplattform von den CreatorInnen beschrieben, wo sie dann auch zum Beispiel diese Kategorien aufgemacht haben, die relativ wahllos nebeneinander standen, also von Katzenvideos, Comedy und politischem Content, was alles so ein bisschen gleich benannt wurde. Es wurden oft Reichweitenvergleiche gemacht zu Instagram, also dass man eben schneller mehr Möglichkeiten hat, seine Zielgruppe zu erreichen und eben sichtbar zu werden. Und der eigene Content wird eben im Vergleich zu diesem unterhaltenen Content auf TikTok als ein Aber-auch-Content gesehen, also der nur für Interessierte ist und nicht für die große Masse. Entschuldigung. Ja. Es wurden auch die Schattenseiten von TikTok besprochen, das schließt auch so ein bisschen an gestern Abend an. Hier haben wir ein Zitat, weil TikTok sehr böse sein kann, wenn es sein möchte, sagte AB1. Da wurde auch oft in den Interviews eben dieses, es gibt eine gute Seite von TikTok, es gibt eine dunkle Seite von TikTok beschrieben. Genau, wir haben eine unterschiedliche Qualität des Algorithmuswissens und Nutzens. Das heißt, die 3 CreatorInnen haben Hashtags ganz bewusst benutzt, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Und CW3 hat halt gar keine Ahnung, ob überhaupt diese Hashtags was bringen und benutzen oder den Hashtag finden. Ich muss alles trinken. Kannst du eigentlich weitergehen? Ja. Also nicht jetzt, aber gleich, wenn du mir doof sagst. Okay. Dann haben wir auch noch darüber gesprochen, wie sie denn ihre TikToks erstellen. Und da gehen BM2, AB1 und DB4 mehrheitlich skriptbasiert vor. Das heißt, sie recherchieren das Thema, schreiben Text und nutzen auch Quellen dazu. Und AB1 und BM2 nutzen auch Themen aus dem eigenen Alltag, machen auch mal spontane TikToks und benutzen dann eben trennende Sounds und Filter. Genau. Und das macht insbesondere CW3 und produziert dann 25 TikToks am Tag. Also hintereinander, die sind nicht postet, aber quasi vorproduziert. Und das, jetzt kannst du weitermachen. Danke schön. Oder auch nicht? Egal. Es war schon eins. Ich habe gerade sehr damit. Entschuldigung. Ein bisschen. So. Produziert 25 TikToks am Tag und dann ging es auch nochmal darum, dass so ein großer Druck dahinter steht bei den Online-Stellen. Das hatten wir insbesondere bei DB4, die dann eben davon spricht, dass sie das TikTok erstmal vorher 1000-mal anschaut, bevor sie es hochlädt und das ist so eine Fehlervermeidungsstrategie bei ihr, weil sie halt so ein bisschen Angst vor den Reaktionen des adressierten Publikums hat und auch Angst davor, dass eben ihre Inszenierung als gebildetes Selbst abgesprochen wird, insbesondere wenn sie keine Quellen benutzt. Durcheinander. Sorry. TikTok wird als Entgrenzung, also jetzt zum Bildungsbegriff,
TikTok wird als Entgrenzung des Pädagogischen verstanden und setzt die Ansprüche an Bildung jenseits institutioneller Rahmen. Vom Bildungsbegriff wird jedoch hierbei Abstand genommen, der bereits mit Qualifikationszielen assoziiert wird und nicht im Sinne des klassischen oder kritischen Bildungsbegriffes gelesen wird. Stattdessen nutzt die Creatorin die Hashtags Education, Educate Yourself und Rassismus und erklärt in ihren TikToks Begriffe und Zusammenhänge aus der Black Community unter dem Titel Education Time. Zitat, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Bildungsvideos mache, sondern dann wirklich Education-Videos. Bildung ist ja eigentlich genau dasselbe, aber Bildung ist ja in Deutschland, ja, so wie schon gesagt, hat man immer etwas mit Bildung, mit Ausbildung oder Studium oder so etwas verknüpft. Und ja, ich bilde diese Leute schon weiter in einem Sinne. Aber ja, ich glaube, eher Education-Videos passen da besser zu, also als Begriff. Zitat Ende. Es wird deutlich, dass eine Distanzierung zum Bildungsbegriff durch eine Perspektive von außen geprägt ist. So wird Bildung institutionell, Education jedoch auch in informellen Settings verortet, wobei die Unterscheidung nicht mehr auf der begrifflichen und mehr auf der begrifflichen und nicht auf der inhaltlichen Ebene gemacht wird. Bildung und Mündigkeit werden als Prozesse verstanden, an denen BM2 beteiligt ist. In dem Begriff des Mindsets lassen sich Welt- und Selbstverhältnisse erahnen, die durch eine Auseinandersetzung mit und Aneignung von Welt als veränderbar ausgelegt werden. Zitat, mein Ziel ist es halt immer, dass ich Leute weiterbilden kann und Leuten halt eben das Mindset von Leuten vielleicht auch so ein bisschen erweitern kann. Weil wenn ich jetzt so zurückdenke, vor 3, 4 Jahren hatte ich auch noch nicht die Meinung, die ich jetzt hatte. Das ist ja auch immer so ein Prozess, dass man sich verändert und eben neue Meinungen bildet und sich weiterbildet. Zitat Ende. Dagegen steht die Ungewissheit, inwiefern Bildungsprozesse tatsächlich bei anderen Menschen ausgelöst werden, insbesondere bei denjenigen, die eine andere Meinung haben als man selbst. Es zeigt sich ein eher statisches Verständnis, bei dem bereits gefestigte Meinungen in unterschiedlichen Selbst- und Weltwahrnehmungen einander gegenüberstehen. Der Moment des Widersprechens wird nicht zu einem Moment des Miteinandersprechens transformiert. Bildung wird hier nicht als Prozess verstanden, sondern als etwas, das eben auf bereits fruchtbaren Boden fallen muss. Zitat, ich weiß nicht, ob ich damit zum Beispiel Leute bilden könnte, die eh nicht meine Meinung sind. Also, ich weiß es tatsächlich nicht genau. Es wäre schön, wenn ich ein paar Leute bilden könnte, die eh nicht schon in dieser Bubble drin sind. Aber ich weiß nicht, ob ich das tue. Zitat Ende. Auch bei DW4 lässt sich eine Ungewissheit rekonstruieren, jedoch wird hier der eigene Standpunkt etwas kritischer reflektiert, indem die eigene Perspektive und Meinung als argumentativ widerlegbar dargestellt werden. In den Interviews wird Rassismus von allen Beteiligten als ein Thema angesprochen, die sie in ihren TikToks behandeln. Die Interviews unterscheiden sich hinsichtlich der eigenen Positionierung, die Perspektive derer, die Rassismuserfahrungen machen und die keine machen. AW1 positioniert sich als schwarz und macht die Bedeutung von Sprache und Macht deutlich, indem sie sagt, Zitat, wir jetzt, die zweite Generation oder die dritte Generation, sind der deutschen Sprache mächtig und können uns wehren und wissen, was falsch, was richtig ist. Deswegen haben wir die Möglichkeit, unsere Stimme zu erheben, zu sagen, nein, ab hier und so weiter geht es nicht. Zitat Ende. TikTok wird hier als emanzipatorischer Raum verstanden, der die Möglichkeit bietet, höher und sichtbar zu werden und am Diskurs teilzunehmen. Die Wirkmächtigkeit wird außerdem dadurch gestärkt, dass zum Beispiel Hashtags bewusst eingesetzt werden, um Menschen zu erreichen. Sie verleihen dadurch Kontrolle über den Algorithmus. Na, auch bei BM2 haben wir es eben mit Rassismuserfahrungen zu tun und erfordert nicht nur in seinen TikToks, sondern eben auch im Interview andere Menschen dazu auf, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das insbesondere als Struktur, ja, gesellschaftsstrukturierendes, das Wort, zu verstehen und auch die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Und er unterscheidet dann eben auch zwischen Menschen, die eben von Rassismus betroffen sind und damit alltäglich zu tun haben und Menschen, die zwar nicht damit zu tun haben, aber eben durch ihre Handlungen quasi diese Strukturen verändern können. Genau. Dann haben wir auch nochmal das Zitat, das haben wir ein bisschen abgekürzt. Also wenn man jetzt halt zum Beispiel deutsch ist und von dem Thema Rassismus betroffen oder eben ein Mann ist und somit nicht direkt vom Thema Feminismus betroffen ist, dass man sich trotzdem auch mit den Themen auseinandersetzt und über den Tellerrand hinausschaut. Bei DW4 und CW3, die haben keine Rassismuserfahrungen und das zeigt sich auch so ein bisschen in der Abgrenzung zu AW1 und BM2, dass sie eben berichten, dass wenn zum Beispiel zu viel Hate-Kommentare in den TikToks sind, dass sie sich halt daraus zurückziehen können. Die können eine TikTok-Pause machen und AW1 und BM2 können das nicht, weil sie auch im Alltag damit konfrontiert sind.
Für CB3 spielt Rassismus dann trotzdem eine Rolle. Und wir kürzen das auch, glaube ich, einmal ab. Wir fassen es eben zusammen. Genau, und sie hat halt so als Motivation, es gab rassistische Äußerungen von PolitikerInnen und sie wollte eben, ja, als Ellie quasi eben dazu Stellung beziehen. Oder Ella, eigentlich Ellie. DB4, für sie ist auch Rassismus ein Thema und sie fasst das aber als Unterthema von Inklusion auf. Zitat: Also halt alles, was so für Minderheiten ist, das ist so mein Ding, sagt sie im Interview. Sie bezeichnet sich selbst als Freizeitfeministin und grenzt auch sehr stark die TikTok-Aktivitäten von ihrem privaten Leben ab. Und auch im Vergleich zu BM2 zeigt sie eben nicht so eine Perspektive auf diese strukturelle von Rassismus. Ja, was auch noch auffällig war, deswegen haben wir das mit Asymmetrie überschrieben, dass, also es ist natürlich in diesem vermittelnden Bildungsverständnis ist ja so eine Asymmetrie schon implizit, aber bei ihr war es dann nochmal etwas deutlicher als bei den anderen. Wir haben das, hier könnt ihr auch ein bisschen lesen, ich werde es mal kurz zusammenfassen, dass sie ihre Community als süß und belehrbar und gesunde Neugier und sie kann halt dann da mit dem Content eben, hat sie verschiedene Möglichkeiten, sich zu inszenieren. Genau, und dann bezeichnet sie dann auch noch einen Teil ihres Contents als Frontalunterricht, das ist ja auch nochmal verstärkt. Und bei den anderen hatten wir dann schon noch mehr so diese Perspektive auf Veränderung der Gesellschaft. Genau, wir kommen jetzt auch zum Ende, so langsam. Genau, die Veränderung der Gesellschaft zu gerechteren Verhältnissen durch Bildung ist ein Thema der kritischen Theorie, wie sie im Ausgehen von Horkheimer und Adorno auch noch diskutiert werden. In Klafkis Reformulierung des allgemeinen Bildungsbegriffs haben wir aber über kognitive Dimension hinaus auch noch ästhetische und emotionale Momente, die eben neben der Auseinandersetzung, also Klafki nennt das eben Schlüsselprobleme der modernen Welt, artikuliert werden. Zitat: Politisches und gesellschaftliches gehören zu den legitimen Themen bzw. Anlässen ästhetischer Wahrnehmung und Gestaltung, sei es in positiver, sei es in kritischer Intention. Das heißt, Bildung ist also hier eine kritische Reflexion, die sich im Horizont des Politischen verordnet und bekommt dadurch eine handlungs- und praxisbezogene Komponente, wodurch eben auch diese feministischen und rassismuskritischen Perspektiven anschlussfähig sind. Und gleichzeitig haben wir eben diese ästhetische Dimension eben in dem Erstellen von TikToks. Und Judith Ackermann hatte das auch in einem Interview mal so schön gesagt, dass es eben darstellerische Zugänge zur Welt sind und was für uns halt so eigentlich ein klassischer bildungstheoretischer Topos wäre. Man könnte natürlich jetzt auch schnell so den Vorwurf machen, eben solche Videos zu erstellen, das ist so ein performativer Aktivismus und vielleicht teilweise auch so, genau, aber wir sehen das auch nochmal so als Prozess, wir hatten ja auch vorhin diese Interaktionspraktiken und eben dieses Zusammenspiel auch mit der Community, dass das eben dieser Prozess ist, wo eben diese Deutungshoheiten und so ausgehandelt werden. Das, was wir auch natürlich sehen, dass wir hier über so eine Kompetenz, also Bildung nicht als Kompetenz, nicht als Wissen sehen, aber es trotzdem sehr voraussetzungsreich ist, an diesem Diskurs teilnehmen zu können, gerade wenn wir an soziale Herkunft, Bildungsbenachteiligung oder auch Behinderung denken. Das heißt, gleichzeitig, also wir wollen hier so Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse werden aufgebrochen, aber gleichzeitig eben neue Abgrenzungen schaffen. Was wir aber spannend daran trotzdem finden, ist, dass eben in diesen geteilten Praktiken ja so eine Art intersektionaler Bildungsbegriff versucht wird, irgendwie zu etablieren, um eben die Stimme marginalisierter Gruppen sichtbar zu machen. Genau, ich würde, glaube ich, sagen, wir enden. Ich habe da schon ein bisschen vielleicht drüber sinnen. Genau. Echt? Achso, okay. Aber gut, wir sind auch fast. Genau, ich wäre dazu noch mal darauf eingegangen, dass halt diese ästhetische Dimension, die wir halt auch in Auseinandersetzung mit dem Tagungsthema so ein bisschen mehr in den Blick hatten, glaube ich, jetzt auch weiter in den Blick nehmen wollen, aber genau, das kommt vielleicht auch in der Diskussion. Dann danke für die Aufmerksamkeit, auch wenn es gerade ein bisschen durcheinander war, tut mir leid. Okay.